für Gesundheit Trend. Ja, Frau Trent, grüezi Sie wohl. Der Herr Jan ist nicht zu sprechen bei Ihnen. Er ist eigentlich schon um den Weg, aber ich glaube, er hat eine Besprechung. Er hat vorhin, ich bin gerade vorbeigelaufen, darum Türen zu, dann hat er eine Besprechung. Wenn er die Tür zu hat, hat er eine Besprechung. Ja. Ah, das ist noch gut, dann ist das super. Soll ich zurückrufen oder kann ich euch etwas helfen? Ja, wer ist denn da eben für die Sektion Drogen zuständig und Ja. sind das Sie? Also ich bin auch Sektion Drogen. Sie sind auch Sektion Drogen. Ja. Okay. Jetzt, ich hätte eine kleine Frage betreffend den Wert, wo man da ja hat, oder? Gemäss, mit gewissen Werten darf man noch Auto fahren und es gibt gewisse Werte, die man nicht mehr fahren darf. Jetzt bei THC, wie hoch liegt das dort? Wissen Sie das gerade? Eigentlich bin null. Kann aber nicht sein, weil null wäre ja, es ist ein körpereigener Botenstoff, also Sie können ja einen körpereigenen Also Botenstoff nicht verbieten. ja, eigentlich sagt man, es ist eigentlich null Toleranz bei den Drogen, also ja, bei diesen Substanzen. Aber es ist natürlich, es wird nicht ganz null sein, oder? Aber im Prinzip müssen wir zu einem Vertrauensarzt führen, wenn wir Auto fahren möchten. Gleichwohl und nimmt ja so Arzneimittel. Arzneimittel. Eben, also es kommt ja jetzt, ihr tönt ja eigentlich Hanf oder Marihuana oder THC oder Cannabis oder wie ihr es auch immer nennt. Also Ja. schlussendlich, es geht um Pflanzen Hanf. Und Ja. alle anderen Produkte davon wären ja eigentlich positiv. Jetzt haben Sie die einen. Also, es gibt auch künstliche Dinge, Dinol zum Beispiel wäre. Es geht ja eigentlich um ein natürliches Heilmittel und nicht um chemische Zusätze Ja. oder chemische Vergiftung vom Körper. Also erstens, wenn man Chemie zu sich nimmt, das muss zuerst mal den Magen verdauen, die Leber, Nieren und so weiter. Es geht ins Blut. Also es ist eigentlich eine minimale Vergiftung vom Körper, was man sich da eigentlich zufügt. Nur schon durch das Falgan und so weiter. Gut, jetzt eben, Sie sehen das eigentlich auf zwei Seiten. Die eine Seite, wenn man gewisse Auflagen bei euch tut, erfüllen, also mit dem Doktor oder respektive mit dem Rezept für Betäubungsmittel plus noch von euch eben das Formular, Bestätigung, dass man das als Medikament darf beziehen. Also, wir machen eine Ausnahmebewilligung. Der Arzt tut der Patient, der Arzt hat den Patient. Und wenn der Arzt findet, das wäre angebracht, das wäre gut, es gibt ja gewisse Krankheiten, wo das wirklich, wo man sieht, es gibt gute Resultate, dann tut er uns ein Gesuch schicken. Der Patient muss einwilligen, der Arzt tut auch in dem Sinn einwilligen, dass er die Behandlung übernimmt. Und dann bekommen wir das Gesuch und dann prüfen wir das. Und wenn das okay ist, also wenn das gut ist, dann gibt es eine Ausnahmebewilligung. Und dann kann das der Patient bei der Apotheke beziehen. Also unter Auflagen, unter einer gewissen Monopolstellung wird es als Medikament deklariert. Es wird normal konsumiert und dann wird es als Droge deklariert. Jetzt ist das ein bisschen ein Widerspruch an und für sich. Also wie meinen Sie jetzt? Sie können doch nicht einem Volk etwas vorenthalten, wo gesundheitliche positive Aspekte hat, kein einziger Toter daraus entstanden ist und im dritten es macht nicht einmal abhängig. Es erfüllt nicht einmal einen Bestandteil von einer Droge, wo man könnte sagen, da, ab jetzt bist du süchtig, dann ist Alkohol das, was für euch legitim ist oder das, was für euch völlig okay ist ab 16. Das könnt ihr der Gesellschaft sogar gern verkaufen. Ja, es ist einfach gesagt so. Also, wir können da eigentlich nicht. Wir sind nur, also, wir sind eigentlich die ausführende Macht, der Vollzug, oder? Das Volk hat das so beschlossen.
Das stimmt eben nicht. Das hat eben nicht das Volk so beschlossen. Das ist ein wirtschaftlicher Entscheid gewesen, erstens. Ist und bleibt ein wirtschaftlicher Entscheid. Die Gesetze die vom 2008, das ist ja nichts anderes als Bauernfängerei, dort ist darum gegangen. Also jeder, eigentlich, wenn man für Cannabis gestimmt hätte, wollen, dann hätte man müssen Nein stimmen. Jetzt hat man aber Ja gestimmt, oder? Für den Schweizer Hanf, aber Nein fürs Cannabis. Also sie haben mit dem Gesetz haben sie Hanf ja, Cannabis nein. Jetzt Schweizer Hanf ist genau das gleiche Cannabis auch. Also das ist Bauernfängerei. Und also zum Beispiel jetzt irgendein Konsument, der ab und zu mal eins raucht, um sich entkriminalisieren, müsste er zu einem Doktor gehen, ein Betäubungsmittelrezept bekommen, plus bei ihnen eine Bestätigung oder eine Erlaubnis, dass man sich dann nachher in einem deliktfreien Raum bewegt. Also er muss dann noch eine Krankheit haben, also nur zum Rauchen geht nicht, einfach da, es muss schon. Also es gibt wahrscheinlich genug Krankheiten, die man mit Hanf behandeln und heilen kann, wo natürlich die Pharmaindustrie und die ganze Lobby wird respektive am Bürger gar nicht ins Wissen gelangen lassen. Ja, also, es ist so, ihr müsst einfach eine Krankheit haben. Also, es geht nicht einfach, dass man kann einfach treu rauchen kann. Etatismus. Kennen Sie Etatismus? Das ist die schlimmste Krankheit, die ich kenne. Etatismus. Das ist etwas wie Ebola. Also Ebola. Oder Ebola, ist das schlimm? Haben wir da in der Schweiz schon so einen Fall? Also ich habe da schon ziemlich Angst, so wie das in den Medien tönt. Also ich kann mich vor Angst fast nicht mehr heben. Nein, ich glaube, das muss man nicht. Kann ich mich da irgendwie präventiv impfen gehen? Nein, könnt ihr nicht. Oder Moment, schau bitte. Hanfrauchen würde das nützen? Entschuldigung, ich habe gerade da. Kein Problem. Könnte man allenfalls Hanf präventiv rauchen gegen Ebola? Also möglich wäre es ja. Also Ebola, also das ist ja erst, wenn es ausbricht, oder? Wenn der keine Anzeichen hat, der Also ist auch nicht ansteckend. sobald ich eigentlich zu einem Doktor gehe, dann habe ich Ebola. Muss nicht sein, also kann ja etwas anderes sein. Es ist ja wie eine. Und AIDS? Da müsst ihr halt aufpassen, da kann man sich verschiedentlich anstecken. Also das finde ich eher dann Aha. Oh, schlimmer als Ebola. Also da, wo ist man, AIDS ja. schlimmer als Ebola? Ist denn nicht auch AIDS die medikamentöse Behandlung von HIV-Patienten? Das wäre so. Danke vielmals. Dann, wie sieht es aus eben mit Ebola? Also in dem Fall ist ja Ebola und AIDS eigentlich das Gleiche. Also die medikamentöse Behandlung von einem Patienten, wo dann nachher zum Ausbruch von der ganzen Krankheit führt. Also ich kenne mich jetzt da mit Ebola so nicht aus, aber was ich da so mitbekommen habe, ist, erst wenn man Anzeichen hat, dann wäre man ansteckend. Kann man denn. Und ja, Ja. aber es hat jetzt auch zwei, drei gehabt, was ich da so, was ist das, Amerika? Kann man denn ein Ebola-Virus nach dem Goldstandard nachweisen? Ach so. Und AIDS, das ist auch wieder eine separate Abteilung, wenn Ach ihr da so. mehr Jawohl, Info ja. habt. Seid ihr schon auf unsere Homepage gegangen? BAG? Bundesamt für Oh Gesundheit. Dort habt ihr ja. recht viele Informationen. Mal, da kann ich doch dort noch ein paar Informationen holen. Ja. Jetzt haben Sie dort also von diesen Informationen haben Sie dort dann auch geschrieben, dass man eben THC, also das Endocannabinol, das kommt man in der Muttermilch über. Haben Sie das auch bei Ihrer Infoseite geschrieben?
dass THC eigentlich sie als Baby schon in der Muttermilch Nein. überkommt, wo ihnen der Abnabelungsprozess unterstützt. Das ist der erste Lernprozess, wo ihr Körper durchläuft, indem dass sie mit dem Endocannabinol Hunger überkommt und einen Schlafrhythmus generiert durch das. Das heisst nichts anderes, dass dort ihnen die Abnabelung von Mutterlieb zum eigenständig sein ermöglichen. Das ist eigentlich das Endocannabinol, das ist der THC oder respektive das, was sie verbietet, CB1, CB2 Rezeptoren, wo das zur Genesung vom Körper selber produzieren. Also wenn sie, darum können sie die Nulltoleranzwert nicht durchsetzen, weil der Körper unter Umständen bei Nervosität, bei Ängsten und so weiter genau das ausschütten. Ah, das kann ich jetzt so nicht Gut, sagen. Ich müsste der Wert bei zum Arzt, TH, gell? der Wert bei THC liegt bei 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut. Der Wert für Kokain ist bei 15 Mikrogramm pro Liter Blut. Genau das Gleiche mit Sugar, genau das Gleiche mit GBHL und MDMA und all dem scheiß neuen Drogenzeug. Es ist alles 10-mal höher von der Toleranz als bei THC. Wie können Sie das verantworten? Also die anderen, es gibt ja Medikamente, also Benzodiazepin zum Beispiel, das wäre ja dann zum Beispiel zugelassene Arzneimittel und das wäre dann nachher wieder eine Sache von der Swissmedic. Also sieht denn jetzt eigentlich da der Tabletiker rechtfertigen, dass der unter gewissen Tabletten dürft Auto fahren, wo genau die Morphin drin haben, Nein, es wo kommt darauf an. eigentlich verboten Nein, sollten das sein? kommt, das, ich glaube nicht, dass man da, es kommt auch schon darauf an, was man nimmt. Kann man nicht einfach Auto fahren, das glaube ich jetzt auch nicht. Gibt ja da starke Sachen. Das Gut, glaube ich jetzt also nicht. im Prinzip gemäß Gesetz könnte man jetzt eigentlich mit einem Cocktail von 90 Mikrogramm irgendetwas anderem an Drogen intus umfahren, aber 1,5 oder der Wert über 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut THC ist verboten. Ja, es ist halt so im Gesetz. Und das macht Sinn. Müssen wir eine Gesetzesänderung machen? Es ist eine korrupte Sauerei, was da abgeht. Natürlich politische Sache, das Ganze. Wissen Sie, was Freimaurerei ist? Entfernt. Also, Sie wissen, wir leben in einer Demokratie. Jawohl. Und seit 1937 ist die Freimaurerei sogar gemäß Volksabstimmung angenommen worden. Dann kommt noch der Zionismus dazu. Und Sie wissen ganz genau, wie viele Lobbyisten das im Bundeshaus ein- und ausgehen jeden Tag. Also mit dem Volk haben die Entscheid bei Gottes Namen nichts mehr zu tun. Ja, das Volk wählt ja Parlamentarier. Scheidemokratie. Oder eigentlich fängt es ja von unten an, oder? Man Jawohl, müsste mehr genau. Initiativen haben Scheidemokratie. und Bei nicht unten allen kommt. nachrennen. Genau, unten Ja. fängt es an, die unten dran, die kein Geld haben, nichts zu sagen. Und nachher geht es auf, und umso mehr Geld, das man hat, Scheindemokratie, desto besser kann man Politik betreiben, desto eher wird man gewählt. Demokratie ist nichts anderes als eine andere Form von Gier. Da geht es um Macht und um Stimmen und um Geld. So sieht es eben leider aus. Jetzt eben, Judikative, Exekutive, Legislative, das ist ja eigentlich unser Staatssystem, oder? Ja. Sie sind die Exekutive, Sie sind immer unterstellt der Judikative. Die Legislative muss ja auch nach dem Gesetz tanzen von der Judikative. Sonst kommt die Exekutive und sagt der Legislative, so geht es nicht. Also die Judikative ist immer noch zuoberst. Ja, also mit ja, mit Gesetz, man muss dem Gesetz folgen, ja. Genau, also somit ist jedes Gericht und so weiter der Staats- oder das Kantonsoberhaupt
Und nicht ein Landammann und nicht ein Gemeindepräsident und nicht so. Das sind alles Richter. Das ist ja so. Jetzt an der Universität wird man ja ausgebildet, oder? Jetzt wird man dort indoktriniert. Wenn man ganz gut indoktriniert wird, dann kommt man einen Doktortitel über. Also einen Indoktrinationstitel. Jetzt ist das nichts anderes, als dort sind Ideologien verkauft worden. Ideologien zum Funktionieren gegenüber einem Staatssystem. Das ist das, was die Universität macht. Ja, Das ist Tatsache. Jeder eidgenössische oder Ausweis oder das Diplom bestätigt, dass beschränktes Wissen vermittelt und getestet worden ist. Spielen Sie Tetris? Aha. Ja gut, dann tun Sie gescheiter jetzt ein bisschen aufputzen und aufräumen. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen sauber da in unserem Staat. Hä? Es soll alles wieder glänzen und poliert sein fürs Volk und nicht für die Lobbyisten. Gut, also das Ganze mit THC und Hanf, das ist nur ein wirtschaftlicher Entscheid. Das hat nichts zu tun mit Politik, nichts so. So sieht es aus. Und jetzt müssen wir einfach vielleicht Sie auch vielleicht ein bisschen umdenken und denken, oh, wäre doch schön, könnte man mal einen Hanfsack kaufen und müsste nicht immer einen Plastik- oder einen Papiersack kaufen, wenn man seinen Sack daheim vergessen hat. Verstehen Sie, wie ich meine? Dass man jedes Auto könnte auf Hanföl laufen lassen oder auf Rapsöl, kommt ja danach schlussendlich nicht drauf an. Aber nein, wir fahren es immer noch auf Öl von Mutter Erde. Bräuchten wir nicht. Man könnte jeden Plastik könnte man ersetzen mit Hanf. Nahrungsmittel, man könnte zu Tausenden könnte man wieder Leute gesund ernähren. Gesund ernähren. Ja. Mit Auflagen. Bei euch ist alles, man darf, wenn man die Auflagen erfüllt. Die Auflagen sind natürlich dann wieder, man muss euch wieder irgendwie dienen, etwas bringen. Also, ich habe keine Lust, meinen Kopf dort hinzustecken, wo die Sonne nie hinscheint. Das will ich bei niemandem machen. Verstehen Sie? Ich bin ein eigenständiger Mann. Jetzt, Sie sind eine Person. Erst ab dem 7. Lebensjahr sind Sie zur Person ernannt worden. Also, das ist Ihre Persona, darum haben Sie einen Personalausweis. Jetzt, was Sie wirklich sind, ist Anima und Animus. Nichts anderes. Persona ist nur das, was sie nach außen vertreten. Also ihre Stroma. Sie haben ein Stroma, das ist ihre Persona. Aber da kommen sie nicht raus. Nein, sie müssen ihr Pult sauber machen, dass das wieder glänzt. Finde ich gut. Ja, das Bundesamt für Gesundheit macht doch eigentlich gar nicht für Gesundheit. Ja, ziemlich bedrückend ist das eigentlich. Wissen Sie, was Geoengineering ist? Geoengineering? Chemtrails? Sagt Ihnen nichts? Okay. Aber ein schöner blauer Himmel wäre doch schön. Ah, Sie sehen keinen blauen Himmel. Ach so. Ja, dann tun Sie sich doch mal schlau machen über Chemtrails. Chem, Chem. Und dann Trails, Trails. Gut. Und Freimaurerei natürlich und Zionismus. Das wäre auch noch interessant. Das sind auch noch. Das müsste Sie auch mal noch ein bisschen. Ja, und vor allem mal ein bisschen so die Pharaonenshow oder so mal schauen auf YouTube. Dann sehen Sie, um was es geht. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen noch ganz einen guten Montag, guten Start in die Woche. Und Hanf ist und bleibt keine Droge. Tut mir leid, das ist falsch deklariert. Ja.